Eine Kette von Zweifel. Hallo zusammen, das ist der Dieter Abdieskri. Ich habe letztes Jahr die weibliche Hauptrolle Kim im Street Dance Musical Dance mitgespielt. Ich hoffe, ihr könnt das mal wieder schauen und ihr schaut jetzt Freakish auf MTV. Herzlich willkommen zu einem sportlichen Freakish Pure Nightlife. Im Freakish-Tipp haben wir euch das einzigartige Street Dance Musical Dance Me bereits kurz vorgestellt. Heute nehmen wir es genauer unter die Lupe. Was andere können, können wir schon lange. Willkommen beim Casting. Eine Kette von Zweifel. So, Andrew, Resurrection, producer and writer of Dance Me. How did it come to the idea of writing and performing Dance Me? Actually, maybe two, three years ago, I had the idea. But actually, the idea was just to do maybe just a regular dance show. Because, you know, I'm just a dancer, and I think, okay, let's just do a dance show. But I just started writing a story a little bit, a couple of dialogues here and there, and then it just turned into a musical. So the idea of doing a musical, it just happened. And everything is in there, from a Britney Spears style to Jay-Z to Usher to Puff Daddy to Grease to Phantom to Saturday Night Fever. It's a combination of everything. And it's basically to show a respect for all different dance styles, of course, in a street form. Can you tell us something about the story? Dance Me is actually about my life. It's actually a true story. But it's going to be the same show, it's not going to be the second part. It's the first part again. What we are doing is we're adding 4 new scenes to it, more songs to it, and to play it again with different, not going to say different people, but some people will be from last year and some people won't. The Dance Me show, it's going to be better, let's say better. Die Jahreszeit durchaus ihre Reize kann haben, das wissen wir ja. Darum hat sich das Party-Label von Sex and House den passenden Namen für die Release-Party von ihrer neuen Mix-Compilation ausgesucht. Winter Paradise. Und der Name vom Label selber ist ja vielversprechend. Wer sich also warm tanzen zu coolen Beats, kann die neue Sex and House CD holen, bei jedem Exlibris oder auf exlibris.ch. Dita, letztes Jahr war sie Kim. Und jetzt bist du gleich im Casting. Wie kommt es? Es ist Wiederaufnahme. Es werden neue Rollen gesucht, neue Tänzer. Es ist ja noch nicht klar, ob ich sie wieder spiele. Ja, jetzt mache ich einfach nochmal mit. Es ist vor allem eine gute Erfahrung, immer wieder Casting zu machen. Und so. Und Doro, ich habe gehört, du hast schon ganz, ganz viel Erfahrung. Erzähl uns so ein bisschen was von. Ich tanze halt seit ich klein bin. Schauspiel schon, seit ich laufen kann. Musicals habe ich mitgespielt. Ich mache halt alles, was mir Spaß macht. Ja. Hauptrolle hattest du auch? Auch, ja. In welchem? Das hieß der überaus starke Willibald. Wird wahrscheinlich keiner kennen. Also das war so ein ganz süßes Musical, was eher für Kinder halt gemacht war. Und du bist jetzt hier für die Kim? Sowohl als auch. Also erst sollte ich die Kim spielen, jetzt sollte ich aber die Brenda und die, wie heißt sie noch, Tanja auch noch versuchen. Also ich werde jetzt einfach mal alle drei probieren und bin gespannt, wofür sie mich dann eventuell dann vielleicht ja nehmen wollen. Ich weiß es noch nicht. Wo hast du denn so gut tanzen gelernt? Oh nein, sorry. Können wir mal anfangen?
Und wo hast du denn getanzt? Im Land der Frauen. Anne, herzlich willkommen. Wie war das Casting bis jetzt? Ich fand es bis jetzt ziemlich lustig, weil es einfach für mich was Neues war. Und ich habe halt mal mitgemacht, aber es macht Spaß. Was war für dich bis jetzt dein liebstes Erlebnis eigentlich? Für mich das Größte war jetzt im Frühjahr Melissa in Winterthur, weil ich da einfach die Hauptrolle hatte, die Melissa. Ja, das heißt. Und da jetzt endlich Kim von der Bildfläche verschwunden ist, gehört dann ganz allein mit mir. Tanja ist wirklich dumm und blöd. Aha. Hey, ich bin vielleicht dumm, aber ich bin nicht blöd. Und blöd buchstabiert sich B-M-Ö-D. Ja, wir haben es gehört. Danke. Ja, und der Verkehr war beschissen, ja? Okay, Mann. Ich denke, wir sehen uns. Hör auf jetzt mit mir! Jetzt reicht's aber! Das war nämlich so, also ich hab gerade im Wohnzimmer dieses brandneue Street-Dance-Musical Dance Me! Der Freakish-Tipp Dance Me, das erste Street-Dance-Musical. Lass dich anführen in eine Welt, wo gute Sound, Wahnsinnsstimmen und Top-Choreografien zu einer Show gebündelt werden und wie ein Feuerwerk die Zuschauenden in Bann ziehen. Das internationale Team von Dance Me gastiert vom 9. bis am 25. März im Volkshaus in Zürich. Mehr Infos findet ihr auf dancemi.ch, wo ihr auch Tickets bestellen könnt. Das Team von Dance Me freut sich auf euch. There's no way to hide. Will they make me close one more door? Ich weiss jetzt definitiv, dass ausser Michi Jackson noch andere gibt, die besser tanzen können. Also im Hintergrund wird ganz fleissig beraten, wer das es tatsächlich geschafft hat. Wir sind aber am Ende. Wenn ihr es wissen wollt, geht am März Dance Me schauen. Fit for Fun for Freakish sind wir aber schon Ende ihrer Woche wieder am 1. Sonntag auf MTV. Bis dann. Snacketti von Zweifel.